und Göllner 204. Das sagt die Statistik. Also irgendwo da drin liegt er. Ist ja auch völlig egal. Auf alle Fälle schlägt er gnadenlos zu, der Mann. Von Sampras wäre wohl ins Ausgegangen, aber da geht Stefan Edberg ganz auf sicher. Zu 5. Knapp 2,5 Stunden stehen die beiden jetzt da unten in der Anlage. Wollen natürlich auch bis zum letzten Ball dabei sein. Schlägerwechsel. Also, wenn er jetzt nicht schwächelt, der Stefan Edberg, beim folgenden Aufschlagspiel, dann gibt es tatsächlich... Das ist kein Problem mehr. 3 Spielbälle zum Tiebreak. Entscheidend wieder dieser sehr gute lange Flugball. Rudi Berger entscheidet persönlich.
So, jetzt wird es nochmal so richtig spannend hier auf dem Center Court. Für all diejenigen, die jetzt vielleicht gerade aufgestanden sind, aus irgendwelchen Gründen, weiß man ja nie warum. Ganz kurz das, was hier passiert ist. Erster Satz 7-6 an Sampras, zweiter 7-5 an Edberg. Und jetzt also die Entscheidung, wer kommt ins Finale im Tiebreak. Sampras eröffnet. Ist das die Vorentscheidung? 3-1 für Edberg, Mini-Break gegen Sampras nach erneutem Doppelfehler, dem 15. Und noch einer. Ja, das ist natürlich fahrlässig. Also, jetzt muss er das Match einfach zumachen, der Stefan Edberg. Wenn sich der Weltranglisten erste 16 Doppelfehler erlaubt, auch wenn diese Partie jetzt über 2,5 Stunden dauert. 4-1. Hat aber schwer. Stefan Edberg an, wie der jetzt Emotionen freigibt, das kennt man von ihm. Ja, wirklich. Fast nicht. Bisschen mehr lässt er da jetzt schon raus als noch vor Jahren, aber nach wie vor eigentlich noch immer der kühle Skandinavier. Da hat er das Maximum rausgeholt aus seinen beiden Aufschlägen.